der Deutschen Bank in der Flugbank verlaufen. Aber dann nicht, aber dann kann man. Da gehen wir die Scheiße an der Tür.
Wir sind hier auf der Hans-Böckler-Straße, einem Gewerbegebiet in Langenfeld, und wir wurden um 17.14 Uhr zu einem Brand alarmiert in einer Autowerkstatt auf der Hans-Böckler-Straße. Ja, das ist eben eine klassische Autowerkstatt. In der Autowerkstatt kann man sich gut vorstellen, werden Reifen bevorratet, vielleicht auch Reifen eingelagert, aber das weiß ich nicht genau. Und zum anderen sind natürlich diverse Spraydosen, Bremsenreiniger und andere Materialien hier gelagert, Ersatzteile in Mengen gelagert. Zum anderen befanden sich auch Acetylen-Sauerstoffflaschen, Stickstoffflaschen im Gebäude, die evakuiert werden konnten. Massiv hat es in der Autowerkstatt gebrannt, dicke schwarze Rauchwolken über dem Gebäude, sodass wir mehr oder weniger auf Sicht schon anfahren konnten. Innenangriff war ja fast überhaupt nicht mehr möglich an der Stelle. Wir haben massiven Löscheinsatz aufgebracht von drei Seiten. Wir haben drei Einsatzabschnitte gebildet und haben eben von diesen drei Seiten aus das Objekt angegangen, um so dann auch einen spürbaren Löscherfolg zu erzielen. Wir befinden uns hier in einem Industriegebiet. Da gibt es immer eine Wasserversorgung, die auch von der Dimension her der Leitungen, die hier im Erdreich verlegt sind, entsprechend groß ist, sodass wir keine großen Probleme hatten, Wasser an die Einsatzstelle ranzubringen. Wir haben also Stadtalarm für das Stadtgebiet Langenfeld ausgelöst. Wir haben überörtlich zwei Löschzüge angefordert, die hier auch zum Einsatz gekommen sind, beziehungsweise die den Grundschutz der Stadt Langenfeld sicherstellen. Und so wird das Ganze eben hier abgearbeitet. Aktuell sind wir dabei, einen massiven Schaumeinsatz vorzubringen, um das Reifenlager eben abzudecken und so die Flammen zu löschen oder zu ersticken. Wir haben natürlich vorsorglich sofort die NINA-Warnung auslösen lassen über die Kreisleitstelle für den Bereich Stadtgebiet Langenfeld und südlich Hilden. Wir haben überörtlich im Prinzip eine Messkomponente hier im Einsatz. Es werden Messpunkte abgefahren und entsprechende Luftmessungen durchgeführt, um so Sicherheit zu erhalten, wie sich die Konzentration hier aufgebaut hat. Ja, das ist alles das Klassische, was man eben in einer Autowerkstatt vorfindet. Das wird sicherlich sein Motorenöl, was ja hier in größeren Mengen gelagert ist. Und wenn das dann in Plastikbehältnissen, wird das geschmolzen sein und auf die Art und Weise dann auch aus dem Gebäude ausgetreten. Wir haben entsprechende Ölschlängel hier schon an der Einsatzstelle und wollen das natürlich auch so zurückhalten. Hier vor Ort ist die gesamte Feuerwehr Langenfeld im Einsatz. Wir haben nachträglich dann auch nochmal Stadtalarm ausgelöst. Das aktiviert letztendlich alle Einsatzkräfte im Stadtgebiet Langenfeld. Langenfeld ist ja aufgeteilt mit dem Löschzug 1 und mit den drei Außengruppen in den Stadtteilen. Die sind alle jetzt hier vor Ort und wir haben auch überörtlich einen Löschzug hier noch zur Unterstützung. Der zweite Löschzug überörtlich stellt den Grundschutz in der Stadt Langenfeld her.